Hallo und willkommen bei P1 TV. Ich bin der Michel. Wir sehen heute mal Project Cars 2. Das kommt ja am 22. September raus für den PC, für die Xbox One und die PS4. Und wir waren letzte Woche bei Namco Bandai. Auch die YouTube-Kollegen der Lukas, LPR05, der Ray von den Pixelhelden und der Dave Gaming, die waren ebenfalls vor Ort. Die haben auch einzelne Videos rausgehauen, teilweise auch kommentiert. Den ganzen Blog, den verlinke ich euch einfach mal unten. Könnt ihr da auch nochmal nachschauen, beziehungsweise einige Fahrzeuge, über die ich auch reden werde, die sind dort auch noch in Gameplays zu sehen. Ja, also grundsätzlich, bei mir gibt es 3 Videos. Im ersten Video heute Gameplay hier mit der Corvette C7 aus der GTE-Klasse auf Laguna Seca. Das ist so ziemlich, ja, eines meiner Lieblingsfahrzeuge auf einer meiner Lieblingsstrecken. Liegt nahe, dass ich mir die erstmal ausgewählt habe, hier für ein kleines Rennen. Oben rechts noch Replay eingeblendet. Ich werde im ersten Video über das Handling, die Physik und die Technik reden, im zweiten Video ein bisschen die Unterschiede zu Project Cars 1 nochmal rausarbeiten, ein bisschen auf den Umfang eingehen und im dritten Video werde ich einfach mal ein bisschen frei von der Leber über den Karrieremodus sprechen, ohne ihn näher zu zeigen, aber einfach mal meine Meinung dazu euch kundtun und den Aufbau der Karriere erklären. Grundsätzlich wollen die Entwickler von Project Cars 2, von denen auch 2 vor Ort waren in Frankfurt, unter anderem der Chief Executive Producer, ein sehr, sehr netter Herr aus Südafrika, der mit sehr viel Selbstironie tatsächlich die Fehler aus Project Cars 1 auch nochmal teilweise angesprochen hat und eben klar gemacht hat, dass sie viele der Dinge, die die Leute gestört haben, in Angriff nehmen wollen. Ich sag mal so, im Wesentlichen, ja, da spreche ich dann morgen drüber im zweiten Video, Unterschied zu Project Cars 1, also ich kann schon mal Entwarnung geben jetzt für die Leute, die fragen, wie sieht es mit dem Controller aus? Ich habe auch mal kurz auf der PlayStation 4 mit dem Controller dort gespielt oder gefahren. Und sie haben die Controllersteuerung deutlich besser hinbekommen als im ersten Teil. Aber dazu, wie gesagt, morgen nochmal mehr. Heute soll es, wie gesagt, mehr ums Handling gehen. So, wir sehen hier natürlich ein GTE-Fahrzeug. Stellvertretend für die größte Fahrzeugklasse eigentlich in Project Cars 2, wenn wir GTE und GT3 jetzt mal zusammenfassen. Eine unheimliche Fülle von Autos. Da ist so ziemlich alles dabei. Wir sehen ja hier im Rennen auch den Ford GT zum Beispiel. Und da ich speziell diese Fahrzeugklasse auch in Project Cars 1 sehr ausgiebig gefahren bin, war das für mich der erste Anhaltspunkt, um mal zu checken, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Simulieren von Reifen, von Gewichtsverteilung, von Grip-Level und so weiter und so fort, Lenkung, wie gut kommt das alles an, wie gut ist das Force-Feedback. Die Slightly Mad Studios verfolgen auch hier wieder ganz klar den Ansatz, easy to learn, difficult to master. Man kommt relativ schnell rein. Ich bin hier gefahren mit dem Fanatec CSL-Lenkrad, auf dem PC übrigens. Und das, was ich auch schon in der Preview damals gesagt habe, du kriegst bei Project Cars 2 im Vergleich zum ersten Teil einfach ein besseres Gefühl dafür, wie die Gewichtsverteilung vom Fahrzeug funktioniert, auf welcher Seite oder auf welcher Achse du vielleicht gerade ein bisschen Grip verlierst, untersteuern, übersteuern. Das kommt einfach besser auch im Lenkrad an und auch der grandiose Sound spielt da durchaus eine Rolle, denn abseits von unfassbar geilen Motorgeräuschen, die in meinen Augen auf Augenhöhe zu Race Room sind, was bisher für mich der Klassenprimus ist, hast du aber auch eben die Reifengeräusche, die Umgebungsgeräusche, die Geräusche im Fahrzeug selber, die dir auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre, aber auch eine gute Rückmeldung vermitteln. Insgesamt ist Project Cars 2 also wieder keine bockschwere Rennsimulation, aber auch irgendwie kein Arcade und auch kein Simcade, denn wenn man wirklich in den Leaderboards, in der Weltrangliste ganz weit vorne mitfahren will, dann muss man sich da wirklich schon reinarbeiten, dann musst du auch die umfangreichen Setup-Möglichkeiten irgendwie nutzen und sie haben, gerade was die Leaderboards angeht, doch einiges nochmal erweitert, sodass du jetzt auch von den Ghosts die Setups runterladen kannst, ähnlich wie man das von Formel 1 kennt. Also da stecken schon ganz gute Sachen drin, um selber sich stetig zu verbessern und ich bin insgesamt, sag ich mal, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich bei einer 9. Ich habe damit sehr viel Spaß. Es trifft eigentlich genau meinen Geschmack. Dieses, ich kann gut dabei sein, ohne mich jetzt großartig nur darauf konzentrieren zu müssen, nur darauf einzuarbeiten zu müssen. Also von mir auf jeden Fall eine gute Tendenz und ein gutes Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin. Dann noch ein, zwei Worte zu den Visuals, zu der Grafik an sich. Hier werkelt immer noch die Madness Engine, die wir ja schon aus Shift 2 Unleashed und Project Cars 1 kennen zum Beispiel. Die ist die Grafik an sich leicht verbessert, würde ich sagen. Wir haben natürlich eine ganze Menge neue Effekte, gerade was das Wetter angeht. Den Tag-Nacht-Wechsel, die Jahreszeiten, auch das werde ich sicherlich morgen nochmal ein bisschen herausstellen. Das sieht alles fantastisch aus und reicht in meinen Augen völlig aus. Die Fahrzeuge, Fahrzeuginnenräume, Datenanzeigen, alles sehr originalgetreu.
Die Fahrzeuge haben vereinzelt auch sehr, sehr, sehr viele Lackierungen zur Auswahl. Was mir gerade im Vergleich zu einem Forza Motorsport noch fehlt, ist dieser umfangreiche Livery-Editor und auch die Möglichkeit, einzelne Komponenten an dem Fahrzeug eventuell mal zu tauschen. Aber bei Project Cars 2 steht eben eher der Motorsport mit originalen Rennserien im Vordergrund. Nicht so sehr dieses Autosammeln, beziehungsweise sammelt man eigentlich gar keine Autos. Man fährt halt in Serien, hat dann seine Verträge. Aber wie gesagt, dazu mehr nochmal zur Karriere. Dann zum Thema KI. Die KI funktioniert soweit eigentlich schon ganz gut. Wir haben jetzt noch einen Monat oder ein bisschen mehr als einen Monat bis zum Release. Wir werden da auch vor allem nochmal konstant weiterentwickeln. Und ich denke mal auch, es wird einen Day-One-Patch geben und auch über den Release hinaus wahrscheinlich noch Patches geben. KI gibt sicherlich noch ein paar Baustellen. Sie machen schon ihre Fehlerchen. Sie knallen einem manchmal hinten drauf. Sie zucken ganz gerne mal ein bisschen zurück, lassen sich ein bisschen einschüchtern vom Spieler, selbst wenn man die Aggressivität ein bisschen höher gestellt hat, so wie ich eigentlich. Und bei fliegenden Starts hakeln sie sich manchmal noch in Turn 1 auf. Aber das passiert nicht so häufig und insgesamt kann man mit denen schon mal ganz gute Duelle erleben. Ich denke mal, in der Karriere selber sind sie nochmal besser abgestimmt. Aber da natürlich nochmal ganz klar der Hinweis auch zum Gameplay dieser Videos jetzt, die sind natürlich noch Work in Progress. Das ist nicht der finale Bild. Ich denke mal, das, was wir dann in Kürze auf der Gamescom noch sehen und spielen werden, das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Ich bin sehr gespannt, ob sie die KI in Angriff nehmen. Da werde ich dann von der Gamescom auf jeden Fall nochmal ein Update geben und nochmal berichten, nochmal neues Gameplay liefern. Werdest du auch in so einem schönen Motion-Seed-Simulator nochmal mir anschauen. Ja, das soll es mit dem ersten Video erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und die anderen Videos, sobald sie dann online sind, verlinke ich euch hier an der Stelle auch nochmal. Und ja, schaut mal bei Instagram vorbei. Da erfahrt ihr dann immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Da poste ich auch Stories und Eindrücke. Alles drum und dran. Heute sind wir auch unterwegs im Saarland. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben und tschüss.